Küstenfunkstelle Norddeich Radio Ostfriesland. Ein strahlender Frühlingsmorgen. Wind aus Ost 2 bis 3. 0810 Ost. Ich gebe Ihre Meldung sofort weiter an RCC Bremen. Dankeschön. Gute Weiterfahrt. Die Seenotleitung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüche erhält von Norddeich Radio die Meldung, dass das Küstenmutterschiff Albatros eine treibende Rettungsinsel aufgenommen hat. Ja, die Markierung ist DSW Delta Sierra Whiskey. Und was jetzt abläuft, ist für den wachhabenden Leiter des Rescue Coordination Centers in Bremen eine 100-mal geübte Recherchenarbeit. Anrufe, Nachfragen. 3-85. Cuxhaven. Seenotkreuzer Hermann Helms. Länge 27,5 Meter, 3 Schrauben, Geschwindigkeit 24 Knoten. Bordhospital, Feuerlöschanlage, Tochterboot, Echolot, Radar, ein halbes Dutzend elektronisch-nautischer Raffinessen und das Frühstück der 4-Mann-Besatzung, die nach 2 Wochen Wachturn abgelöst wird. 2 Rettungsmänner, ein Maschinist und Klaus Wolter, der Vormann. 46 Jahre alt, 10 Jahre als Kapitän zur See gefahren, 15 Jahre Wasserschutzpolizei. Ein Fachmann für computergestützte Navigation. Kontrollieren und so weiter erstmal. Helgoland, Einsatzhafen der Wilhelm Kaisen. Länge 44 Meter, Tochterboot, Hubschrauber, Arbeitsdeck, modernste Elektronik für Navigation und Krankenversorgung. Der Wachhabende Peter Grulke, 48 Jahre alt. Er fuhr bereits mit 23 Jahren als Kapitän zur See. So wie Rettungsmann Peter Diersen zur See fuhr und auch die anderen 4 Männer seiner Wache, die nach einem exakt eingehaltenen Dienstplan den Tag beginnen. Wartungsarbeiten. Die Seenotleitung in Bremen hat inzwischen ermittelt, dass 1985 das Küstenmotorschiff Jordsand mit der Rettungsinsel ausgerüstet wurde. Bremen hat ferner herausbekommen, dass die Jordsand inzwischen auf Maria S. umgetauft, gestern um 6 Uhr auf Position Horns Reff Schwierigkeiten an der Maschine meldete und seitdem kein Funkkontakt mehr besteht. Wo sie das Fahrzeug befinden könnte. Auf der Hermann Helps notiert um diese Zeit in Cuxhaven Vormann Klaus Wolter das Wetter. Ein ausgereiftes Hoch über Nordeuropa, kaum Wind. Ein, wie es scheint, ruhiger Tag also. 10 Minuten später die sogenannte Bereitschaftsstufe. Seenotleitung Bremen informiert in Glücksburg die Leitstelle der Search and Rescue, der Such- und Rettungshubschrauber des Marinefliegergeschwaders 5. Es ist kurz vor 9 Uhr, als in Cuxhaven auf der Hermann Helms und in Helgoland auf der Wilhelm Kaisen durch die Seenotleitung Alarm ausgelöst und Auslauforder gegeben wird. Seenotkreuzer Hermann Helms und Wilhelm Kaisen, hier ist RCC Bremen, over. RCC Bremen, Hermann Helms hört. RCC Bremen, Wilhelm Kaisen. RCC, Rescue Coordination Center, das internationale Kürzel für alle Seenotleitungen rings um den Globus. Zu einer Suche nach einem überfälligen Kümo. Einzelheiten folgenden Kürze. Okay, wir laufen raus, mein Klon. Ja, der Hermann Helms hat gut mit, wir laufen raus. Und das dauert nun bei Tag und Nacht mit vorgewärmtem Mittelmotor genau 4 Minuten. Die Hermann Helms, 8.58 Uhr. Vor dem Alarm aber, wir haben jetzt ein wenig Zeit, das nachzutragen, liefen in der Seenotleitung bei RCC Bremen also die Telefone und Fernschreiber heiß. Anfrage bei RCC Aarhus, Norddänemark, bei allen in Frage kommenden Radar- und Lotsenstationen an der Küste. Alle Informationen, aber über Kümo Mario S. negativ. Die Forschungsplattform Nordsee lediglich meldet Sicht- und Funkkontakt von gestern 18 Uhr, ohne dass Maria S. etwas von Schwierigkeiten verlauten ließ. Erneuter Kontakt mit Küstenfunkstelle. Bitte um sofort die Verbindungsaufnahme mit Maria S. Ferner Anfrage bei Rela, dort keine neuen Erkenntnisse. Also Notstufe. Aufgabe einer Dringlichkeitsmeldung von RTC Bremen an Norddeich und Elbe-Weser Radio. Während die Helms und die Kaisen auslaufen, erhalten sie die ersten Detailinformationen 9.12 Uhr. Die Suche beginnt. Das Kümo Maria S. mit dem Rufzeichen Charlie 4-Zulu-Yankee. Charlie 4-Zulu-Yankee, Größe 499 BRT. 5 Personen an Bord, ist überfällig. Nun lassen wir also die Katze aus dem Sack. Das Ganze ist eine Übung zum Auffinden von Rettungsflößen, wie sie ein paar Mal im Jahr stattfindet. Nach internationalen Regeln wissen alle zuständigen Stellen im westdeutschen Küstenbereich Bescheid, nur die Mannschaft unserer Kreuzer nicht.
Die erfahrenen Nautiker und Funkoffiziere im RCC Bremen aber werden den Fall durchspielen, als ob er ein echter Einsatz wäre. Gebietsgröße von 64 Quadratmeilen. Bei der Suchgebietsplanung kann mit Hilfe des Computers schnell und präzise die durch Tiden- und Windströmung hervorgerufene Drift der Rettungsinsel vom heute Morgen gemeldeten Fundort zu anderen wahrscheinlichen Positionen errechnet und die auslaufenden Seenotkreuzer dorthin dirigiert werden. Da wir beide Kreuzer hier im Süden haben, würde ich vorschlagen, dass wir als ersten Suchkurs praktisch 360 Grad steuern würden und dann beide Kreuzer aufeinander zusuchen lassen. Inzwischen wird hier in Bremen um einen endgültig vom Computer eingekreisten Beziehungspunkt herum ein seemeilenweites Suchgebiet festgelegt. Ich glaube, damit kommen wir sehr gut klar. So ist das Gebiet gut abgedeckt. Wir kommen zeitlich ziemlich genau da durch. Alles in der Tageslicht hier. Die Wachhabenden im RCC Bremen entschließen sich für diesen Fall zu einer Suche in parallelen Streifen und geben die Kursdaten an die von Helgoland und Cuxhaven aus auf das Suchgebiet zulaufenden Kreuzer durch. Hermann Helms, RCC. Der Punkt 54 Grad, 05 Minuten, 48 Sekunden und 8 Grad, 12. Auf der Helms gibt Rettungsmann Werner Busse, 58 Jahre alt, davon 30 Jahre zur See gefahren, seit 12 Jahren bei der Gesellschaft, die Kursdaten in den Videoplotter, eine elektronische Seekarte ein, die gekoppelt mit einem Navigationssystem computerschnell die Position des Schiffes angibt. Die Wilhelm Kaisen, Peter, für dich zur Information, ich habe dem Klaus gerade die Eckpunkte des Suchgebietes mitgeteilt. 54 Grad, 13 Minuten, 48 Sekunden Nord, 08 Grad, 00 Minuten, 00 Sekunden Ost. Suchverfahren, parallele Track. RCC, Wilhelm Kaisen hat alles aufgenommen, Oberhaus. Einige Minuten später trägt Vormann Grulke auf der Kaisen die seinen Kreuzer betreffenden Suchkurse ein. Nach einer Stunde haben die Helms und die Kaisen das Suchgebiet erreicht und werden darüber informiert, dass es sich um eine Übung handelt. Die komplizierte, verzahnte Mechanik des Anlaufens einer solchen Aktion ist durchgespielt. Von jetzt an heißt es, den vorgesehenen Suchkurs auf den Paralleltracks einzuhalten und ein gutes Auge zu haben. Wilhelm Kaisen, Hermann Helms, Sir. Wir sind jetzt auf dem Beginnpunkt. Lassen Sie mich noch einmal den ersten Tracker. Vormann Wolter auf der Helms wird von RCC Bremen übungsmäßig zum Einsatzleiter der Aktion, zum sogenannten On-Scene Commander, kurz OSC, bestimmt. Ebenso übungsmäßig bittet die Seenotleitung um Hubschrauberunterstützung der SAR Marine Fliegerstaffel. Nach weiteren Rettungsmitteln. Gut, Herr Ortmann, ich habe die Einzelheiten und wir werden in diesem Fall die SAR Helgoland alarmieren. Einsatz für die SAR Helgoland, die Felix sind auf dem Boot. Auch im Ernstfall wird hier niemals gelaufen. Das gibt es nur in Spielfilmen. Beteiligte Sucheinheiten SRK Wilhelm Kaisen und SRK Helms. Und Scene Commander ist SRK Helms. Kontaktaufnahme erfolgt auf der Art 16. SAR, Search and Rescue, Suchen und Retten. Das steht für ein internationales Verbundsystem der Seenotrettung, das rund um die Uhr mit seinen Einsatzzentralen entlang der Küsten
alle erforderlichen Maßnahmen zu Lande, auf See und in der Luft koordiniert. Rechts und links nichts. Das übungsmäßig zu suchende Objekt. Im Ernstfall würde es sich freilich um Wrackteile, um Rettungsgeräte der Maria S. handeln, um Schiffbrüche. Seit dem Alarm sind 2,5 Stunden vergangen, eine fabelhaft kurze Zeit. Kein Wunder bei diesem Wetter. Da aber solche Übungen lange vorbereitet werden müssen, ist schlechtes Wetter, um der Realität nahe zu kommen, leider nicht einzuplanen. Auch uns wäre übrigens, um der Dramatik willen, eine etwas rauere See ganz lieb gewesen. Um bei Notfällen weltweit nach gleichen Regeln und Verfahrensweisen dieses präzise Zusammenspiel vieler Institutionen sicherzustellen, wird immer wieder geübt. Werden ohnehin sehr erfahrene Männer systematisch trainiert, um ihren Auftrag zu erfüllen. Ein Auftrag, der die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger kennzeichnet, seit sie 1865 in Kiel gegründet wurde. Tausende von Menschen verdanken inzwischen den Rettern ohne Ruhm, wie sie Hans-Georg Prager in seinem Buch über das Abenteuer der Seenothilfe genannt hat, ihr Leben. Aus den einfachen Anfängen von einst wurde ein hochmoderner Rettungsdienst mit einer Flotte von 36 Seenotkreuzern und Booten. Hauptoperationsregion ist das berüchtigte Nasse Dreieck, das den Mündungen von Elbe, Weser und Ems vorgelagerte Seegebiet, die am dichtesten befahrene Schifffahrtsstraße der Welt. 130 Angestellte und über 200 freiwillige Rettungsmänner leisten hier ihren Dienst. Männer, die allein im letzten Jahr mehr als 1000 Menschen aus Gefahrensituationen befreiten, die 334 Männern und Frauen das Leben retteten. Eine Woche nach der Übung ist Vormann Wolter mit seiner Mannschaft abgelöst worden. Sein Stellvertreter Jörg Bünding hat nun das Kommando auf der Hermann Helms. Trübes Wetter, Wind 4 aus Osten. Alarm vor einer halben Stunde. Ein Unfall auf dem 10.000 Tonnen Massengutfrachter Transdignity, der unter Liberia-Flagge fährt. Mit an Bord der Helms Dr. Meinhard Kohlfahrt, Arzt aus Cuxhaven. Der Massengutfrachter hat etwa eine Stunde und 15 Minuten Fahrzeit von Cuxhaven entfernt gestoppt. Bünding lässt die Helms mit voller Leistung laufen. Er und der Arzt halten mit dem Unfallschiff ständig Funkkontakt. Yes, is it really cat or is it only hurt? Over. Yeah, it's really cat, and the muscle is a big off. Okay. And what is about him? How is he feeling? How is his condition? Tell me, over. Fragen nach Unfallart und Zustand des Patienten. Es ist ein chinesischer Matrose, dem ein zuschlagender Lukendeckel die Finger der rechten Hand zerquetscht hat. What's about the pain? Does he have a lot of pain or not so much? Tell me, over. Während Vormann Bünding die Helms an die Leeseite des Massengutfrachters manövriert, kein Problem übrigens bei diesem Wetter, bereiten die Rettungsmänner Busse und Bullwinkel, beide über 20 Jahre zur See gefahren, die Krankentrage zum Abbergen vor. Dann geht Dr. Kofal über das Fallreb an Bord. Der 61-Jährige ist seit 30 Jahren freiwilliger Seenotarzt der Gesellschaft. Wird bei dem verunglückten Matrosen feststellen, dass die zerquetschten Finger amputiert werden müssen, bittet das Krankenhaus in Cuxhaven über Funk vorzuwarnen und lässt die Trage kommen. Ja.
Eine Viertelstunde später ist der Patient provisorisch versorgt und wird abgebrochen. Zwei Stunden nach dem Alarm meldet sich Vormann Bünding bei RCC Bremen. Und laufen nach Cuxhaven. RCC, das habe ich gut verstanden. Wir laufen zurück zur Station. In 1 Stunde 15 Minuten sind wir in Cuxhaven. Kaum an Bord der Helms kollabiert der aus der Volksrepublik China stammende Patient. Der Arzt bereitet eine Infusion vor, um den Kreislauf zu stützen. Cuxhaven, Elbeport, Hermann Helms. Ja, moin, hier ist Hermann Helms. Wir brauchen in 45 Minuten einen Krankenwagen für einen sitzenden Transport zum Fährhafen. Ja, danke, alles klar. So ist es, danke, tschüss, gute Woche. Heute Morgen um 6.37 Uhr löste RCC Bremen Alarm für die Helms aus. Jetzt ist es kurz vor 10. In einer Viertelstunde wird die Mannschaft des Kreuzers an der Pier von Cuxhaven festmachen, wieder in Bereitschaft sein und warten. Helgoland. Nach ein paar Tagen ereignislosen Bereitschaftsdienstes, eine Geduldsprobe auch für uns, sind die Mannschaft und wir gerade beim Abendessen, als ein Alarm kommt. Ein Frachter hat Maschinenschaden und bittet um Hilfe. Die Kaisen läuft mit voller Leistung aus. In ihrer Sprache heißt das, die Hebel auf den Tisch legen. Rauswetter. Wir bereiten unsere Ausrüstung für ein nasses Unternehmen vor und sind über die unten in der Messe vor einer Viertelstunde zurückgelassenen Frikadellen gar nicht so unglücklich. Da meldet sich Bremen wieder. Die Miranda hat sich gerade gemeldet. Die Maschinen und die Pumpen laufen wieder. Es wird keine weitere Hilfe benötigt. Okay. Fehlanzeige, zurück also zu den Frikadellen. Naja, wir bleiben ja noch eine Weile an Bord. Den Kiefer nach vorne zieht und damit wird... Städtisches Krankenhaus Cuxhaven. Der Rettungsmann der Kaisen, Thomas Kühne, 49 Jahre alt, Patent A2 für kleine Fahrt. Beinahe für alle Rettungsmänner der Gesellschaft in regelmäßigen Abständen abzuleistenden Ausbildung durch den Anästhesisten Dr. Peter Koch, seit 13 Jahren freiwilliger Seenotarzt. Übungsziel? Aufrechterhaltung der Atmung und des Kreislaufs eines Patienten als Überbrückung eines von See her langen Transportweges bis zum Krankenhaus. Thomas Kühne stammt aus einer Arztfamilie, aber er wollte die Welt kennenlernen. Und das hat er ja dann auch, bevor er vor 7 Jahren als Assistent des Vormanns zur Gesellschaft kam. Mit einem leichten Druck rutscht er hinter die Zunge und hält sie hoch, sodass der Atemweg wieder frei wird. Wenn wir nachher in OP gehen und das am Patienten machen werden, was zu sehen, dass es viel leichter geht. Setzen wir noch ein Güdeltubus ein, damit wir uns die praktische Unterweisung für eine Beatmung mit Maske am Patienten während einer Operation. Der freiwillige ärztliche Dienst auf See wurde in den 50er Jahren ins Leben gerufen. Seitdem dient das Krankenhaus in Cuxhaven den Besatzungen aller Seenotrettungskreuzer als Fortbildungszentrum für die medizinische Erstversorgung und ist der ärztliche Partner an Land im Bereich der deutschen Bucht und westlichen Ostsee. Von hier auch werden bei einem Einsatz über Funk erste Diagnosen gestellt und den Rettungsmännern draußen auf See Anweisungen für die Behandlung von Verletzten oder Kranken übermittelt. Hinten aufsetzen, nach vorne ziehen. Die Wilhelm Kaisen an der Pier von Helgoland. Das Warten auf einen Alarm. Das kann sie auf Tage, manchmal Wochen dauern. Eine Geduldsprobe für diese Männer, die bei ihren Wachturns auf engstem Raum zusammenleben, die sich, wie sie sagen, besser kennen als ihre Ehefrauen, die in den langen Jahren gemeinsamen Dienstes gelernt haben, sich gegenseitig zu tolerieren, die aber auch wissen, dass sie sich, wenn es auf See ernst wird, aufeinander verlassen können.
Manni, ich brauche ganz fix. Peter Dirsen, Rettungsmann und Koch der Kaisen beim Proviantkauf. Für den genauen Beobachter geschieht dabei etwas, das die Haltung dieser Männer zu ihrer Aufgabe kennzeichnet. Je weiter Peter Dirsen sich vom Liegeplatz entfernt, desto unruhiger wird er, obwohl er weiß, dass sein Walkie-Talkie ihn jederzeit alarmieren könnte. Das war eigentlich schon fast alles. Aber als Vormann Peter Gruhlke einen Einsatz bekommt, ist sein Koch längst wieder an Bord. Ein Kranker auf dem Seebäderschiff Wappen von Hamburg. Gutes Wetter. Zu gut für unseren Geschmack. Wind aus Ost, Stärke 1 bis 2. Die Nordsee platt wie ein Ententeich, also kaum der Rede wert. Interessanter aber schon ist die Bilanz der Gesellschaft von 1988. Nicht weniger als 570 solcher Transporte und Erstversorgungen von Kranken und Verletzten innerhalb eines Jahres. Die Rettungsmänner Diersen und Kühne wissen, was zu tun ist. Verdacht auf Infarkt. Sofort die Beatmung mit Maske im Bordhospital, das zur Standardausrüstung aller Seenotkreuzer gehört. Eine medizinische Checkliste in Deutsch und Englisch, von Dr. Koch entwickelt, wird Thomas Kühne nun gleich über Funk durchgeben. Sie dient dazu, eine erste Diagnose zu stellen. Schematisierte Fragen nach Bewusstsein, Reaktion der Pupillen, Zustand der Haut und der Atmung, nach der Pulsfrequenz, der Temperatur, des Blutdrucks und so weiter und so weiter. Inzwischen hat Diersen ein EKG vorbereitet, das telemetrisch übermittelt wird. Und wir haben jetzt unsere Checkliste ausgeführt. Kann ich Ihnen den mal durchgeben, die Checkliste? Also, Bewusstsein, verwirrt, Pupillenform mittelweit und der Blutdruck ist 40 zu 80 und er klagt über Schmerzen in der Brustbeingegend, ober. Der Patient scheint mir im kardiogenen Schock zu sein. Legt ihm bitte eine Infusion an, gebt ihm das Medikament 20, over. Sollen wir ihm eine Infusion legen und das Medikament Nummer 20 intravenös spritzen? Nach internationalen Regeln und überall in der Welt sind die Medikamente an Bord mit Nummern und nicht mit Namen bezeichnet, um sprachliche Missverständnisse auszuschalten. Da der Fall kritisch zu sein scheint und die Kaisen erst in 1,5 Stunden Cuxhaven erreichen kann, hat sich Dr. Koch entschlossen, über RTC Bremen einen Hubschrauber anzufordern und ist 30 Minuten später beim Rettungskreuzer. Der Patient hat einen Infarkt, die Diagnose bestätigt sich. In einer Stunde wird ihm Dr. Koch, den Internisten des Krankenhauses, zur Therapie auf der Intensivstation übergeben. Wie wir später erfuhren, konnte der Kranke nach 14 Tagen zur weiteren Rehabilitierungsbehandlung entlassen werden. Wieder in Cuxhaven an Bord der Helms. Die Stunden zwischen Abendessen und Schlafen gehen. Da nichts Anständiges im Fernsehen läuft, vertreibt man sich die Langeweile mit Witzen und alten Erlebnissen. Ihr badet ja sowieso fast alles nacken. Und er jumpt da so rein, krault da durch die Gegend. Auf einmal merkt er an seinen Lüttenschniedelwurz einen Zipfen. Er denkt, was ist das denn für ein Schied? Schwimmt an Land, steigt raus aus dem Wasser und hängt. Jörg Binting, der zweite Vormann, kennt seine Männer. Dieses Wissen um ihre Eigenschaften, Schwächen und Stärken, um ihre Belastbarkeit, das Wissen darum, dass sie dieses 3200 PS starke Ding da unter ihnen als ein Stück von sich begreifen, als ihr Schiff, das alles ist wichtig, wenn es einmal hart auf hart geht. Ihr seemännischer Instinkt zählt und die Autorität des Kommandos, die sich allein aus Kompetenz ergibt, gleichgültig, ob einer 4 Streifen am Rock trägt oder den Rollkragenpullover. Oh
Und dann ist die Rede von einem Einsatz, den Sie damals vor 6 Jahren miterlebten. Ja, 4? Ja, das letzte Jahr, ne? Das letzte Jahr. Das war ja wild. Mit Löschen war das nicht toll mit Emminghaus, ne? War auch der erste große Brand hier auf der Elbe, ne? Ja. Hat ja auch tagelang gebrannt. Wie viele Tote waren da? 2? Drei. Nicht so viel wie ich weiß, ja, Zwei Tote und ein Verletzter. Und ein Verletzten. Der Bunker ist verbrannt in der Brücke. Die brannte ja Lichterloh, der ist nicht mehr rausgekommen. Und ein Besatzungsmitglied war gerade zwischen den Containern. Ja, am 23. November 1983 kollidiert der 23.000 Tonnen Frachter Ever Level mit dem brasilianischen Dampfer Itapajé quer ab von Cuxhaven. Das Containerschiff hat unter anderem Streichhölzer, Silvesterraketen und Baumwolle an Bord. Flammen, das Deck blüht. Der Seenotkreuzer Emminghaus ist als erster zur Stelle und birgt 12 Seeleute ab. Von Helgoland aus ist die Kaisen unterwegs. Als sie eintrifft, versuchen Schlepper, den Brand im Bereich der Decksladung unter Kontrolle zu bringen. Dann greift die Kaisen mit ihren Löschkanonen ein, 36 Stunden lang. Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord, Sonderstelle für Schiffssicherung in Neustadt-Holstein. Hier werden auch die Kapitäne und Ingenieure der Seenotkreuzer in regelmäßigen Abständen gedrillt. Sie wissen gar nicht, wie gut Sie sind. Es längst aus. Einmal rundum kontrollieren. Jens Petersen, 34 Jahre alt, fuhr bei der Bundesmarine und auf Containerschiffen 6,5 Jahre zur See, bevor er 1979 zur Gesellschaft kam und seitdem auf der Kaisen als Maschinist und Feuerwehrmann Dienst tut. Training also zur Brandbekämpfung, Lecksicherung zum ABC-Schutz. Und abgesetzt ist erst, wenn man meint, alles gepackt. So. Jens Petersen kennt das Geschäft. Er stand beim Brand der Ever Level ohne Atempause an der Pumpe der Kaisen, die mit unvorstellbarem Druck rund 300 Liter Wasser in der Sekunde durch die Rohre der Löschkanonen schleuderte. Es kommt für den Ernstfall darauf an, schnell zu entscheiden, ob ein Brand an Bord gelöscht oder Material zu kühlen ist, wie Container, Aufbauten, Bordwände. Noch eins. Die Besatzung eines Rettungskreuzers ist ein blind aufeinander eingespieltes Team, in dem jeder Mann und jeder Handgriff unentbehrlich sind. Die Nautiker sind zugleich Maschinisten und die Maschinisten zugleich Decksleute. Explosion, nur weil es ein bisschen schneller brennt als sonst. Lauf, China 02, QAZ. Moin, Ilse. Das Leben der Rettungsmänner ist ein seltsames Nebeneinander von höchster Einsatzbereitschaft und beschaulicher Muße in der Freiwache. Sie alle pflegen ein Hobby. Kleintierzucht, Modellbau, Segeln. Oder wie Peter Dirsen den CB-Funk. Anderen Männern auf See zu helfen, war ein Motiv, zur Gesellschaft zu gehen, das andere nicht länger als 2 Wochen von ihren Familien getrennt zu sein, im Unterschied zur Handelsschifffahrt. Aber der häufige Wechsel zwischen Privatleben und Dienst erschwert eine stetige Verbindung zu Freunden und Nachbarn. Der CB-Funk hilft Peter Dirsen, Kontakt zu seiner Umwelt zu halten. Auch der Vormann der Kaisen, Peter Grulke, ist abgelöst worden. Seine ganze Liebe gilt Adjak, einer vor 15 Jahren in Holland gebauten, gaffelgetakelten Jolle. Zusammen mit dem 10 Jahre alten Neffen Daniel ist er auf Segeltürmen. Der Mann aus Büsum, Rettungskapitän in der 3. Generation, hatte, bevor er zur Gesellschaft kam, Hongkong angelaufen und Shanghai, die Mittelmeerküste und Nordamerika, kennt das Kap der guten Hoffnung und den Pazifik. Er übernahm als Vormann die Adolf Bernpohl, nachdem der Kreuzer in schwerstem Orkan havarierte und seine Besatzung auf See blieb. Peter Grulke ist ein bedächtiger Mann, eine Mischung aus Gespür und Sachverstand. Sein Lieblingsschriftsteller Josef Conrad, sein schönstes Buch Die Schattenlinie. Einsatz für die Helms. Das Tochterboot wird zu Wasser gelassen, um dem Fischkutter Heimkehr eine Pumpe zu bringen. Der Kutter ist aufgelaufen, hat Motorschaden und Wasser im Maschinenraum. Die See ist wie seit Wochen schon spiegelglatt. Und da fällt auch uns dann Josef Conrad ein, der, als er eine Bergung miterlebte, schrieb: Es ist einer der Tage, an denen sich die machtvolle See wirklich liebenswert zeigt. Ich aber erkannte die Tücke hinter ihrem strahlenden Antlitz. Wer will dem Berichterstatter verdenken,
dass er auf raueres Wetter erpicht diese Tücke verwünscht. Um Wind zu machen, nützt nicht einmal Pfeifen an Deck. Nach dem Glauben der Seeleute ein böser Verstoß von Landratten. Die zwei Rettungsmänner des Tochterbootes lenzen den Kutter. Die Schwerswerft in Barmfleet. Ein neuer Seenotkreuzer der Helmsklasse ist im Bau. Millionenteurer Teil einer ständigen Modernisierung der Seenotrettungsflotte durch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, einer Institution, die im Jahr 1990 ihr 125-jähriges Bestehen feiern kann, dem Steuerzahler bis heute nicht einen Pfennig kostete und sich ausschließlich über freiwillige Spenden finanziert. Allein im vorigen Jahr kamen durch Mitglieder und Förderer, durch die Groschen in den Sammelbüchsen in Form eines alten Rettungsbootes, fast 18 Millionen zusammen und 90% von jeder gespendeten Mark werden dem Seenotdienst zugeführt. Werden für die Rettungsflotte also, für Neubauten wie diesen verwendet, finanzieren Reparaturen, Inspektionen, Funkstellen, Seenotwachen, die Seenotleitung in Bremen. Peter Grulke, der spätere Vormann dieses Neubaus, Karl Friedrich Brückner und der Leiter der Bauaufsicht diskutieren über die Position einer neuen Löschanlage mit einer Leistung von 36.000 Litern Wasser pro Minute, über ihren gewaltigen Rückstau und die Einwirkung auf das Schiff. Reines Fachchinesisch. Die von oben eingesetzt werden müssen zum Einspeisen. Ne? Wie dick ist denn die Gravitationsplatte hier? Die muss ja ziemlich stark sein. Haben wir 20 mm. Ein paar Tage später. Die See bleibt bei ihrem tückischen Flecken. RTC Bremen gibt an die Keisel Informationen über ein in Brand geratenes Küstenmotorschiff und die Ladung durch. Es sind Chemikalien. Die Position ist wie gesagt die Tonne 18 der Norderelbe. Dort brennt die Sechsladung. Es handelt sich um Isopropanol. Lieber Herr, da sind wir mit. Isopropanol ist eine brennbare, farblose Flüssigkeit, IMDG-Code der Klasse 3-2. Der Kontakt mit der Flüssigkeit führt zu starker Reizung der Augen und der Haut. Over. Okay, haben wir mitbekommen. Alle drei Maschinen auf voller Leistung. Die Monitorbedienungen gehen an ihre Kanonen. Jens Petersen. Wir kennen ihn, seitdem er seine einwöchige Feuerlöschübung als staatlich geprüfter Schiffsfeuerwehrmann in Neustadt absolvierte. Ja, sehr, alle. Ich hab euch gesehen. Sicht- und Funkkontakt mit dem brennenden Kymo Adler. Adler. Das Schiff ist gestoppt. 200 Leute von Bord. Die drei Mann, die abgeflogen sind, nehmen jetzt Rettungswesten an und machen sich klar zur Übernahme. Adler, das haben wir mitgekriegt. Ich gehe von der anderen Seite bei euch mal ran. Und legt da mal schon ein bisschen Wasser hin und dann kommt das Tochterbuch längs euch. Und mitbekommen. Im Laderaum des Kymo Luke 1 haben sich Chemikalien zu einem Schwelbrand entzündet. Kein offenes Feuer offenbar. Die Lage ist nicht kritisch. Kapitän und Steuermann bleiben an Bord. Die Mannschaft soll abgebaut werden. Bei ruhiger See ein leichtes Pensum. Das macht die erfahrene Zwei-Mann-Besatzung des Tochterbootes mit gelassener Bierruhe. Für den Laien aber ist es schwer vorstellbar, was es heißt, bei schwerer See das Tochterboot in die Heckwanne des Kreuzers zu manövrieren. So, wir sind heute alles klar, wa?
Im Maschinenraum startet Ingenieur Reinhard Früchtling die Pumpen und Zehntausende von Litern Seewasser toben aus den ferngesteuerten Rohren. Mit einem so gewaltigen Schub, dass der Kreuzer 8 Knoten rückwärts laufen würde, steuerte Grülke nicht mit der Kraft der Motoren dagegen. Das Löschen von Chemikalien ist immer ein Wabankspiel. RTC Bremen hat Grülke die Art und Eigenschaften der Ladung durchgegeben. Der Vormann hat sich entschlossen, nicht Tonnen von Löschwasser direkt auf den Brandherd zu schießen, sondern Außenhaut und Ladeluken zu kühlen. Abduschen nennen sie das. Beide Seiten freikurbeln, Reinhard. Verstanden. Nach 20 Minuten ist die Sache erledigt. Der Kapitän des Kymo hat Vordeck und Ladung untersucht und will ohne Hilfe weiterlaufen. Und dann von der Brücke des Kymo nur ein Winken und Tschüss, auch Danke und gute Reise. Auf See verliert man nicht viele Worte. Solche Aktionen machen keine Schlagzeilen, aber sie sind typisch für den Alltag der Rettungsmänner. 2000 Einsätze im letzten Jahr. Kymo bei Elbe 1 Hilfe gebracht, Schiffsdrohte zu kentern, Bergung einer Yacht, Stewardess mit Blinddarmdurchbruch von Bord geholt und so weiter und so weiter. Wir müssen aber noch ein Stückchen raus, ne? Wir müssen noch ein Stückchen. Wieder auf der Schwerstwerft. Die Tochterboote der 4 Neubauten sind längst vom Stapel gelaufen. Jetzt müssen sie ihr Stehvermögen nachweisen. Eine Eigenschaft, die besonders bei schweren Grundseen von lebenserhaltender Wichtigkeit ist. Boote wie diese müssen laut Bauvorschrift sich beim Kentern nach 3 Sekunden selbstständig wieder aufrichten können. Trossen sind wie eine Schlinge unter dem Boot durchgezogen, die lose an Deck mit 2 Haken befestigt sind. Bei Kielobenlage lösen sich die Haken selbstständig und ermöglichen ein unverfälschtes Wiederhochkommen. Die Zugkraft an den Trossen entspricht in der Realität etwa der Wellenkraft, die auf das Boot einwirkt. Gute Werft, was? Gute Werft hier, für die Gesellschaft. Wind 4 bis 5 aus West und Einsatz der Helms. Im Dienst der zweite Vormann, Jörg Bünding und seine Männer. Ja, Bianca, wir sehen am Horizont etwas. Seid ihr der Kutter, der blau-schwarze Kutter? Ja, das sind wir. Wir haben euch auch schon gesehen. Wie ist euer Problem? Was habt ihr? Habt ihr ein Netz in der Schraube? Ja, wir haben uns ein Schwert in die Schraube bekommen. Wir haben schon versucht, den selber rauszubekommen. Können den Propeller nicht mehr gebrauchen. Es dreht nicht mehr und treibt hier Manöver. Fischkutter Bianca 1. Treibt manövrierunfähig bei Position Elbe 1 im Fahrwasser. Klar, und dann lassen wir euch an unserer Steuerbordseite und kommen vorne beim Schwebelenker. Ja, das ist in Ordnung. Wissen wir Bescheid. Okay. Klaus, mach dir die Schleppleine klar. Die Helms wird den Kutter auf den Haken nehmen und nach Cuxhaven schleppen. Alles in allem haben wir keine spektakulären Einsätze miterleben können. Begnügen wir uns also mit nüchternen Zahlen. Seit ihrem Bestehen hat die nobelste Gilde unter allen Seeleuten, haben die Rettungsmänner der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger bis heute 47.500 Menschen aus Seenot gerettet. 1990 wird sie ihr 125-jähriges Jubiläum begehen. Man wird dann der Retter gedenken, die auf See blieben. Unter ihnen ist jene Besatzung der Adolf Bernpohl, die am 23. Februar 1967 in schwerstem Orkansturm um die Bergung einer holländischen Kutterbesatzung kämpfte und sie in den tobenden Wellen mit dem Tochterboot übernahm. Auf dem Rückweg nach Helgoland aber schlug die See zu.
Am folgenden Morgen wurde die Bermpool zwar schwer beschädigt, aber aufgerichtet treibend in der Nordsee gefunden. 24 Stunden später das stark havarierte Tochterboot. Von der Besatzung beider Fahrzeuge fehlte jede Spur. Das Seeamt Bremerhaven fällte später den Spruch: Besatzung und drei an Bord genommene Fischer wurden von einer Grundsee außenbords gerissen und Opfer höherer Gewalt. Was nicht in dem Spruch des Seeamts erwähnt war: Alle vier Retter waren verheiratet und hatten Kinder. Ihre Namen: Vormann Hans-Jürgen Kratschke aus Helgoland, 28 Jahre alt. Rettungsmann Günther Kuchenbecker aus Büsum, 35 Jahre alt. Vormann Paul Denker, Sohn des Helgoländer Hummerfischers Daniel Denker, der 416 Menschen aus Seenot rettete, 55 Jahre alt. Rettungsmann Otto Schülke aus Büsum. Am Tage nach dem Unglück wäre er 53 Jahre alt geworden.